Hi und herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Diesmal auf unserem Roadtrip durch Costa Rica. Ja, das ist die nächste Station unserer Weltreise. Und wir haben erstmal ein Visum für 3 Monate jetzt bekommen. Mal gucken, ob wir die auch nehmen. Momentan gefällt es uns ganz gut. Ehrlich gesagt sind wir auch schon ein paar Tage länger hier. Ich habe noch keinen Bock zu drehen, weil ja, wir waren die ersten Tage in San José, das ist die Hauptstadt. Naja, und ganz viele, wenn man sich so mit so einer Reise beschäftigt, sagen, San José ist nicht sehenswert, muss man nicht unbedingt hin. Und wir haben aber die Erfahrung gemacht, auch wenn ganz viele oft von irgendwas abraten, wir finden immer irgendwie was Cooles. Ja, in San José geht so. Also das Kindermuseum ist sehr sehenswert. Also wenn du auch mit Kindern eben unterwegs bist, ist das Kindermuseum wirklich absolut cool gemacht auch. Viele Erlebnisse da gehabt. Ja, aber ansonsten ist es eine Stadt, die kein Mensch braucht. Insofern, um ein bisschen so Jetlag irgendwie wieder in den Griff zu bekommen nach 12 Stunden Flug, die wir von Deutschland dann auch hatten, ist es ganz gut. Aber wir sind froh, jetzt in der Natur zu sein, am wunderschönen Arenal, dem Vulkan, Kegelvulkan, haben wir so auch noch nicht. Also wir hatten schon ein paar schöne Vulkane natürlich in Italien oder vor allem eben jetzt auf Island gesehen. Aber der hier, ist so einer meiner liebsten bislang. Ja, und dann gucken wir mal einfach, wie es so weitergeht. Wir planen immer so Unterkünfte, so 2-3 Tage im Voraus und schauen einfach mal, wo es uns hinführt. Und du bist, wie gesagt, auf unserem Roadtrip hier durch Costa Rica dabei. Oh, 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 oh
Die ersten 4 Wochen unseres Roadtrips hier in Costa Rica sind rum. Das heißt, wir können so ein erstes Fazit mal ziehen, wobei wir ja noch 2 weitere Monate jetzt eben hier auch vorhaben. Wir haben gesehen San José, also da habe ich ja auch gar nicht gefilmt, ne? Kannst vergessen. Braucht man echt nicht machen. Monteverde war es ein bisschen zu kalt und richtig glücklich wurden wir dann tatsächlich, als es an die Pazifikküste ging. Das heißt, dieser erste Monat war eben geprägt von vielen Stränden, von Regenwald, von unglaublich vielen Tieren, die wir dann eben auch gesehen haben. Das heißt, die Nicoya-Halbinsel mit unterschiedlichsten Surfstränden, da werden wir wahrscheinlich am Ende auch nochmal hinfahren, um vielleicht noch einen Surfkurs zu machen. Mal schauen. Ja, und jetzt sind wir im Süden, nähern uns so langsam dem Corcovado-Nationalpark. Das wird noch ein bisschen abenteuerlich bis dahin, aber wir haben schon unglaublich viel gesehen. Die Leute haben uns ein bisschen ausgelacht nach den ersten 3 Wochen, als wir nach 3 Wochen immer noch kein Faultier gesehen hatten. Aber dann im Manuel Antonio Nationalpark war es dann soweit. Es war auch das erste Mal, ehrlich gesagt, dass wir uns einen Guide gegönnt haben. Und das brauchst du in den Nationalparks hier. Das heißt, wenn ihr hier Nationalparks eben auch besucht, dann ist das wichtig, wirklich jemanden dabei zu haben, der auch die Tiere sieht. Sonst habt ihr einfach nur die Hälfte dann davon. Ja, ansonsten haben wir einen ganz guten Alltag. Das heißt, meistens morgens machen wir irgendwelche Aktivitäten, sind am Strand, wie eben jetzt. Oder sind eben in einem Nationalpark und so gegen Nachmittag, wenn wir was gegessen haben, geht es dann so ein bisschen ins Lernen. So unsere Art eben von Travel Schooling. Das hat Jenny ja ganz gut auf dem Blog dann auch beschrieben. Kannst du gerne mal nachlesen unter www.strandfamilie.de. Ja. Wir verlängern den Mietwagen jetzt, den habe ich immer nur monatsweise hier auch gemacht, weil wir natürlich ein bisschen Flexibilität auch brauchen. Und die Verlängerung steht jetzt übermorgen an, dann haben wir den wieder für einen weiteren Monat. Und dann wird es für uns so vielleicht erstmal ins Inland und dann noch an die Karibikküste gehen. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Wir lassen uns überraschen, wirklich von einem wundervollen Land. Wer Natur liebt, wer Tiere liebt, muss hierher kommen. Ich finde die roten Aras besonders cool. Da habe ich schon einige dann auch gesehen. Ich nehme an, im Corcovado Nationalpark werden da noch mal ein paar mehr sein. Ich bin gespannt und schön, dass du mit dabei bist. Was machen wir hier? Wir warten auf eine Panne. Was für eine Panne?
Autopanne. Batterie ist leer. Und wie lange warten wir schon? Eine Stunde? Ich glaube bestimmt länger, oder? Ja, kommt einer. Ja? Kommt da jemand, Jonas? Nein. Warum denn auch? Thank you.
so langsam geht unsere Zeit in Costa Rica dann doch schon wieder zu Ende. Naja gut, am Ende waren es dann doch auch wieder 3 Monate, ne? So die maximale Zeit, die wir bleiben konnten. Naja, und wir hatten so in den letzten Wochen das Gefühl, wir haben sau viel jetzt einfach auch schon gesehen. Pazifikküste von oben nach unten, von West nach Ost, nee, von Ost nach West im Norden. Wir haben die karibische Küste gemacht. Naja, und jetzt sind wir letztendlich hier gelandet, im Valley of Dreams, unserer absoluten Lieblingsunterkunft in Costa Rica, wenn nicht vielleicht sogar auf der gesamten Weltreise. Das war auch für uns insofern eine Premiere, weil wir, nachdem wir schon 2-mal Kurzaufenthalte hier hatten, von unserem Gastgeber eingeladen wurden, eine knappe Woche House-Sitting zu machen. Der muss selber einen Visa-Run machen und für uns war das dann eben die Möglichkeit, erste House-Sitting-Erfahrung dann auch zu machen und eine Woche hier aufs Haus aufzupassen. Was ziemlich cool war, weil wir hier alles haben. Großer Ofen, großer Grill, Pool. Ja, also alles, was man für einen gelungenen Aufenthalt braucht. Und ansonsten ist die Unterkunft auch echt erschwinglich. Auch wenn man 20 Minuten zum Meer fährt, was für uns wichtig geworden ist, weil wir alle einen Surfkurs gemacht haben. Also die ersten Schritte auf dem Board. Ja, mit höchst unterschiedlichen Erfolgen. Also die Kids haben besonders viel Spaß. Bei mir ist das so ein Auf und Ab momentan noch. Und Jenny hat eine gute Seele, hat der Surflehrer auch gesagt. Aber das könnt ihr im Blog eben auch gerne nochmal nachlesen. Ja, ansonsten, wie gesagt, die letzten Tage kommen. Wir werden die Unterkunft nochmal für die letzte Woche in Costa Rica verlassen. Und nochmal Küste hochfahren und den Tortuguero Nationalpark dann auch machen und den Rio Celeste. Das waren eben noch 2 Dinge, die sich aus unterschiedlichen Gründen bislang eben noch nicht ergeben haben. Und das holen wir jetzt nach, machen das noch, bevor es dann für uns an das nächste Ziel geht. Das werdet ihr dann aber im nächsten Video sehen. Und wenn ihr mit dabei sein wollt auf unserer Weltreise, dann freue ich mich natürlich, wenn du auf Abonnieren oben klickst. Einen Daumen nach oben kannst du natürlich auch gerne da lassen. Und wie gesagt, ihr seid immer herzlich willkommen, mit auf unserer Weltreise mit dabei zu sein. Und das war's eben mit unserer Costa Rica Rundreise. 3 Monate rum. Wahnsinnig tolle Zeit. Also ich empfehle Costa Rica für jeden, der Natur liebt, der hellrote Aras sehen will. Das war mein persönliches Highlight. Also die Natur- und Pflanzenwelt, die ist einfach unbeschreiblich hier. Insofern, ja, sehr zu empfehlen. Insofern viel Spaß euch. Ich gehe jetzt gleich erstmal in den Pool, mich ein bisschen abkühlen, weil so um die 30 Grad konstant hat es ja dann immer doch. Insofern, wir genießen noch unsere letzten Tage und freuen uns, wenn du dann auch wieder mit dabei bist. Bis bald, ciao.
Don't.